Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Im letzten Part sind wir ja in Fausta Hafen angekommen, in diese Stadt, wo wir jetzt gerade sind. Währenddessen habe ich auch noch ein paar grafische Änderungen gemacht. Man müsste jetzt alles viel besser sehen. Es müsste jetzt alles viel hochauflösender noch sein, weil das war in den letzten Parts ein bisschen verpixelt, habe ich vergessen, das Ganze ein bisschen zu verändern. Fausta Hafen ist eine kleine Inselgemeinschaft. Wenn hier etwas in Mode kommt, will es jeder haben. Ja. Das habe ich schon bemerkt. So, ist das ein berüchtigter Angelplatz? Hast du Lust zu angeln? Ja. Ich habe dir genau zugehört und mir gefällt, was du gesagt hast. Ich werde dir eine meiner Angeln geben. Angel erhalten. Okay, von dem kriegt man eine Angel. Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Schau dir zuerst das Wasser an und dann benutze dir eine Angel. Konzentrier dich. Wenn etwas anbeißt, hol die Angel ein. Manchmal kannst du mit einem Mal etwas Großes fangen, dann musst du immer wieder kurz die Angel anheben, um etwas an Land zu ziehen. Klingt interessant, das werden wir auch gleich machen. Aber allerdings möchte ich zuerst noch die letzten Leute in dieser Stadt noch erkunden und ansprechen. Über das harmonische Leben mit den Pokémon und der Familie auf diesem kleinen Eiland ließe sich viel erzählen. Bevor ich meinen Mann geheiratet habe, lebte ich in einer großen Hafenstadt. Graffitport City. Hier auf der Insel verläuft das Leben geruhsamer, vom wunderbaren Meer umgeben. Das ist die pure Glückseligkeit. Aha, aha. Zickzacks! Okay, dann testen wir jetzt mal die Angel. Ich glaube, jetzt müssen wir auch alle erkundet haben. Alle erkundet haben. Menschen kann man nicht erkunden. Naja, ich meine natürlich die Stadt haben wir fertig erkundet. Und alle Leute haben wir angesprochen, nicht erkundet. So, wo haben wir denn die Angel? Hier. Punkt, 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 Punkt. Oh! Okay, was ist das für ein Pokémon? Und wieder keine Animation? Kabador. Das stärkste Pokémon der Welt. Nicht einmal den Kader kann sich mit dem messen. Allerdings ist es unser drittes Teammitglied nicht. Nee, ich werde hier kein Gyarados ins Team nehmen, auch wenn ich Gyarados so gerne in meinem Let's Play einmal haben möchte. In diesem Let's Play werden wir kein Gyarados haben als Teammitglied. Das heißt, wir werden es besiegen. Gibt zwar wenig Erfahrungspunkte, aber für den Kader ist ein gutes Training. So, ein Angriff noch. Und tschüss. Jetzt war den Kader sogar schon schneller als Kabuto, lag wahrscheinlich an der Flinklaue. Und renn! Renn um dein Leben! Route 106. So, hier sind ein paar Trainer. Was machen Angler, wenn sie mal auf die Toilette müssen? Ich gehe nicht, niemals. In der Zeit könnt ihr ja etwas anbeißen. Dann leg doch die Angel einfach weg, Mensch. Und dann geh pissen und dann geh wieder her. Komm wieder her. Oder piss einfach ins Meer. Das ist auch eine Methode. Das waren viele Leute. Ich eingeschlossen. Okay, oh, draußen gewittert es gerade. Kann es sein, dass ihr jetzt gerade was donnern gehört habt? Naja, ich glaube, den Kader müsste Tentaro schon besiegen können. Aber nicht, wenn es verwirrt ist, Mensch. Na also, nochmal, ich hätte vielleicht Sandwirbel einsetzen sollen. Kann den Kader eigentlich Lehmschelle lernen? Das wäre auch interessant, so Lehmschelle. Dann würde es endlich mal eine Bodenattacke können. Okay, jetzt ist es nicht mehr verwirrt. Ich glaube, ich setze jetzt einmal Sandwirbel ein, um sicher zu gehen, dass die Attacken vor allem Superschall nicht mehr treffen kann. Was? Neutraltor, so habe ich ganz vergessen. Die Statuswendung von Tentara kann nicht gesunken werden. Aus irgendeinem Grund, wegen seiner Fähigkeit. Das heißt, wir können seine Genauigkeit nicht sinken und ja, aber es ist jetzt egal, Tentara ist sowieso jetzt schon besiegt, warum groß diskutieren? Oh, das gab viele Erfahrungspunkte. Ja, ist klar, schieb immer alles auf deinen. schieb immer alles auf dein Ding da unten. Tipps für Trainer. Hinweise zum Fangen von Pokémon. Hinweis zum Fangen von Pokémon mit der Angel. Drücke A, wenn eins anbeißt. Okay, das ist hier der letzte in dieser Route. Fürs Erste. Was bevorzugst du? Fischen im Meer oder im Fluss? Im Meer, wo wahrscheinlich eher, ne? Da tauchen mehr Viecher auf.
Im Fluss, da findet man so Kabelos nur und ja, lauter so Müll. Wobei ich sagen muss, wir werden eins unserer Team-Pokémon mit einer Angel fangen. Aber erst später. Pff, warum habe ich Sandwirbel angesetzt? Mein Kabelos greift eh nicht an. Macht der Gewohnheit, Sandwirbel immer zuerst einsetzen. So, zerstückeln wir mal diesen Fisch, damit wir ihn heute Abend essen können. Er zappelt immer noch, aber ja, er wehrt sich. Aber bald wird er sich nicht mehr wehren, dann können wir ihn fressen, essen meine ich. So, jetzt zerhacken wir ihn noch weiterhin. Hoffentlich hat er keine Gräten, ich mag keine Gräten im Fisch. So, einmal noch. Ein Messerschnitt und den Fisch hätten wir zerschnitten. Und jetzt wird gegessen. Und weg ist er. Okay, was hat er jetzt? Tentara schon wieder. Neutral, Torso verhindert die Genauigkeit senken. Das heißt, ich muss angreifen. Was anderes kann ich nicht machen. Gärtner wird dumm. Weil der greift eben mit einem Spezialangriff an. Und Umwickelung zieht auch nicht so besonders viel ab. Linkade ist vergiftet, haben wir irgendwas zum Heilen? Gegengift haben wir leider keins, schade. Aber wir können eine Beere verwenden. Ja, da draußen, da donnert es schon richtig. Jetzt nicht mehr vergiftet, das wäre extrem scheiße. Danke. Ich hasse Verwirrung. Ich hasse dich, Verwirrung. Kann ich Tentara verwirrt sein? Oder kann den Kader nicht die Fähigkeit Synchro haben, dann wird den Tentara auch verwirrt. Oder? Funktioniert Synchro bei verwirrten Pokémon? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, weil Verwirrung ist ja kein Statuseffekt, ist ja eher nur ein Zustand. Jetzt muss ich einen Trank wieder einsetzen. Trank! So. Ah, ich mag das irgendwie. Mit der neuen Grafik sieht es alles viel besser aus. Nicht mehr so verpixelt. Finde ich gut eigentlich. Ich glaube, ihr müsst dann, um das zu machen, also um die Grafik zu verbessern bei dem Visual Boy Advance, müsst ihr auf Optionen gehen und dann, weiß nicht mehr weiter. Moment, ich mach's mal kurz in-screen, damit ihr es sehen könnt. Optionen, glaube ich, dann. Ja, genau, dann filtern müsst ihr da unten HQ2X nehmen, das sieht man bei mir gerade nicht. Nur für die, die auch den Visual Boy Advance verwenden. Ach komm, jetzt seid ihr nicht verwirrt, es ist nur ein Carvador. Naja, jetzt bist du eben nicht mehr verwirrt. So, das Carvador ist zum auch wieder zerschneiden, das können wir ja irgendwie jemandem schenken oder verkaufen. Auf zu zappeln, der lebt immer noch. Gleich lebt er nicht mehr. Gleich ist er zerhackt. Okay, wir haben ihn zerschnitten. Und den Trainer hat er besiegt. Wie beim Tiefseefischen habe ich auch hier geradezu spektakulär verloren. Naja, hier oben gibt es ein Item, das weiß ich. Scheiße, ich weiß doch gar nichts mehr. Ich war mir nicht sicher, dass so mein Item ist. Naja, egal. Granitshöhle. Hey du! Hier ist es schrecklich dunkel. Eine Erforschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorhin schon mal hier war, Treu heißt er, glaube ich, der weiß, wie man Blitz einsetzt. Daher wird es ihm wohl gut gehen, aber das Motto unter uns Wanderern heißt, jemanden aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du dies von mir. Jetzt kriegen wir Blitz von dem Typen. Kann ein Pokémon von uns Blitz? Bringe einem Pokémon die Form Blitz bei und setze sie ein. Damit wirst du selbst die dunkelste Höhle vom Licht. Damit wirst du selbst die dunkelste Höhle vom Licht erfüllt. Aber um das zu können, brauchst du den Orden der Arena von Faustau Hafen. Okay, ich könnte eigentlich. Ich habe im Saphir-Let's Play die Höhle blind erforscht, ohne die VM Blitz. Ich werde dies hier in diesem Let's Play allerdings nicht tun. Denn ich möchte dieses Let's Play richtig spielen. Aber wir können zuerst ja Blitz irgendeinem Pokémon beibringen. Ich hoffe, Knilz kann Blitz, ja. Perfekt.
Gut, wir können ja ein bisschen reinschauen in der Höhle. Wir müssen ja nicht sofort ans Angemachte gehen. Zubats! Das ist eins unserer Team-Pokémon, die wir nicht einsetzen werden. Die wir nicht fangen. Also Zubat, okay, das war ein schlechter Witz. Zubat ist kein Teammitglied. Auch wenn ich gerne einen X-Pack hätte, Zubat wird nicht ins Team aufgenommen. Tut mir leid an alle X-Pack-Liebhaber. Wobei ich so X-Pack ganz gut finde. X-Pack habe ich sogar in meinem in meiner weißen Edition auf Level 93. Mit den Attacken, wie heißt die Attacke denn? Oh Gott, irgend so eine Giftattacke, die ich gerade nicht weiß. Gott, Kehrtwende, was noch? Fliegen? Ne, fliegen nicht. Ach, ich weiß auch nicht so genau. Okay, Makuhita, ein Kampf-Pokémon. Sieht aus wie mein Kater, also das Gesicht meine ich. Mein Kater schaut auch manchmal so. Wenn er pennt zum Beispiel. Zerschneider. Und der Sound ist verbuggt. Ach, wie geil. Also Zerschneider hat bis jetzt immer getroffen, obwohl Zerschneider eine Genauigkeit von 95 nur hat. Wundert mich sehr. Von der Statistik her hätte es schon mindestens einmal daneben sein müssen. Weil es eine Chance von 1 zu 20, dass es nicht trifft bei, oder? Ja. Oder? Keine Ahnung. Doch, ja. Nein, doch, weiß nicht. Bin kein Mathematiker. Da müsst ihr einen Mathematiker fragen. Fragt euren Mathelehrer. Oh Gott, Zubat. Hast keine AP mehr, du wirst mich doch... Oha, wir haben 30 Mal Schneider eingesetzt. What the fuck? Okay, okay, dann wechsle ich zu Jungblut. Weil Blutsauger wäre gegen Zubat nicht sehr effektiv und Blutsauger zieht auch nicht so viel ab. Super Schall. Echt super. Warum setze ich Doppelkick ein? Soll ich es fangen? Ich meine, wir wollen es nicht ins Team reintun, aber wollen wir es fangen? Ich fange es einfach, komm. Ist ja egal. Premierball. Man kann immer einen Zubat gebrauchen. Und? Yeah. Zubat wurde gefangen. Gehört allerdings nicht ins Team. Ach verdammt, jetzt habe ich den Eintrag nicht gelesen. Moment. Ah, hier Zubat. Tagsüber bleibt Zubat an einem dunklen Ort und bewegt sich kaum. Wenn es dem Sonnenlicht längere Zeit ausgesetzt wird, zieht es sich Verbrennung an seinem Körper zu. Also wie ein Vampir quasi, saugt Blut, ist schwach gegen Sonne. Und hier finden wir ein Fluchtseil. Toll. Und hier... Was? Hier ist es nicht dunkel? Ich dachte, hier sei stockdunkel. Oh, liegt es am Emulator, dass ich jetzt was sehe? Es liegt bestimmt am Emulator, dass ich jetzt da was sehe. Komisch. Komisch, aber merkwürdig. Naja, das kann man auch Cheaten nennen. Ich möchte jetzt allerdings... Alter, der Emulator, der ist auch ein bisschen verbuggt. Also, irgendwie sieht man da keine Schwärze hier bei dem Trainerbildschirm. Naja. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Abra. Psycho-Pokémon. Wird zu Simsala. Und kann diese Attacke hier. Und beendet den Kampf. Ja. Ja, ich würde sagen, da wir Blitz noch nicht einsetzen können und ich auch nicht cheaten möchte und durch die Höhle latschen möchte, weil dieser Emulator keine Schwärze anzeigt, schlage ich vor, wir gehen in die Arena. Lesen wir zuerst die Arena-Beschreibung durch. Pokémon Arena von Fauster Hafen, Leiter Camillo. Eine große Welle des Kampfes. Also bin ich mal gespannt. Hier ist es auch nicht dunkel. Ey,
Eigentlich ist es hier auch stockduster, so. Na, wie sieht's aus? Auf dem Weg zum Champ Kevin? Also ich musste echt was dagegen, also ich musste echt was tun, damit es nicht mehr so verbuggt ist. Faust Hafens Arena Leiter Camillo besitzt Kampf-Pokémon. Wenn du dort Normal-Pokémon antreten lässt, sind Probleme vorprogrammiert. Kampf-Pokémon schlagen die normalen Pokémon einfach nieder. Also pass gut auf. Und das Schlimmste ist, die Arena ist dunkel wie die Tiefsee. Yep, total dunkel. Aber mit jedem Trainer, die du auf dem Weg zum Arena-Leiter besiegst, wird sie heller. Also dann leg mal los. Ja, ich hoffe, ich finde den Weg, das irgendwie zu fixen, weil das geht so nicht. Das ist Cheating. Das ist ganz klar, das ist Cheating. Du forderst mich heraus, dann wundere dich nicht, wenn du weinst wie ein Baby. Er hat mich herausgefordert. Ja, Laura heißt sie. Laura, ich kenne gar keine Laura. Naja. Okay, Medizin ist vom Typ Psycho, daher wäre Blutsauger sehr effektiv. Was? Nicht sehr effektiv? Warum denn? Stimmt nichts am Kampftyp. Na verdammt, ich hätte nicht angreifen sollen, jetzt kommt Geduld. Jetzt verlieren wir die doppelte Anzahl an KP, die er gerade verloren hat. So, hier ein bisschen Sand auf den draufwirbeln. Ah. Und, boah, hat uns die Hälfte aller KPs abgezogen. Ich glaube, das ist jetzt nur Geduld, dann kann das sein. Hat er nichts anderes zum Angreifen? Wow, 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 das Gewitter ist aber ganz schön da draußen. Ruhe jetzt, Gewitter, ich will dir aufnehmen! Himmel, Herrgott, so komm ins! So, ich setze jetzt so lange Sandwürbel ein, bis seine Geduld aufgehört hat. Scanner. Ist nur eine Ausrede. Kann man allerdings mit Toxin kombinieren. Konfusion, tja. Wer eine niedrige Genauigkeit hat, der braucht nicht mehr mit Konfusion anzugreifen. So, wie viel? Okay, das passt. Jetzt greife ich an den Zerschneider. Ja, vielleicht schafft den Kader es sogar. Den Kader hat immerhin 3 Level niedriger als Medici. Scheiße, jetzt hat er Geduld eingesetzt. Total schnelles Pokémon. Und warte ab, ob der Geduld, ob die Geduld aufhört. Mensch, mein Deutsch ist mal wieder super heute. Sandwirbel, ich probier's nochmal, vielleicht gibt's noch eins niedriger. Verdammt. Und wie viel verlieren wir? Na, nicht viel. Okay, Zerschneider. Attacke von Medici ging daneben. Nimm Kader, setz Zerschneider ein. Und nochmal. Er erhöht seinen Angriff mit Meditation, aber es hilft ihm auch nichts mehr. Okay. Medici hätten wir in Stücke zerschnitten. Ich habe verloren. Tja. Glück, ja, es wurde heller. Auch wenn es nicht danach aussieht, naja. Die macht bestimmt alles. Komm schon. Ein Schwarzgurt. Satoru heißt er. Ein japanischer Name. Er setzt ein Macholo ein. Da sind wir mit Ninkala ganz gut dran. Aus dem Grund, weil die Kampfattacken gegen Ninkala nicht sehr effektiv sind. Und weil Ninkala Härtner kann, um seine Verteidigung noch weiter zu erhöhen. Und Kampf-Pokémon greifen nur mit normalen Angriff an. Sandwirbel. Aha! Schlag doch nicht mehr in den Kader, das hat dir gar nichts getan. Außer ein bisschen Sand in dein Gesicht gewirbelt. Ey, Fußkick, ja. Wisst ihr, was ich von deinem Fußkick holt? Wisst ihr, was ich von deinem Fußkick holt? Ich hol jetzt schnell mal Pokémon und dann kriegst du aufs Maul. Ey, passt genau. So, und jetzt kriegst du aufs Maul. Mit der Zerschnelle. Na gut, ich hätte auch Härten einsetzen können, aber naja. Das zieht ja gar nichts ab. Na gut, dann hoffe ich auf einen Volltreffer. Toll. Naja gut, den Kader kriegt dafür sehr viele Erfahrungspunkte nach dem Kampf. Es ist schwierig, einen Kader
zu trainieren. Aber das wird schon. Oh, wow, Volltreffer, was geht hier ab? Eigentlich wollte ich statt dem Nincado ein Formero ins Team tun, aber Formero erschien mir ein bisschen schwach, deswegen habe ich statt Formero einen Ninja-Tom, mich für einen Ninja-Tom entschieden. Und Ninja-Tom ist noch schwächer. Aber hey, ist eine Herausforderung, ein bisschen mit einem Ninja-Tom rumzuspielen. Und Maholo ist down und Nincado erreicht Level 12. Jetzt eine neue Attacke. Kratzfurie. Verdammt. Nincados nächste Attacke ist, glaube ich, Kratzfurie. Weil, das kann ich mit 70%iger Sicherheit sagen. Gut, hier ist noch eine. Man muss doch Camillo nicht mit so etwas Niedrigem beschäftigen. Ich mach dich fertig. Übermut tut selten gut. Sagt meine Mutter immer. Kämpferin Tamara. Drei Pokémon. Warum setzen sie alle Mediti ein? Ich hasse Mediti langsam. Okay, ich hasse Mediti inzwischen jetzt schon. Sandwirbel. Nochmal. Na gut, jetzt setze ich Geduld ein. Das ist ein weiterer Grund, warum ich jetzt nur Sandwirbel einsetze. Wir könnten eigentlich auch einen Logok nehmen mit einer Schnabelattacke, aber ich möchte ja den Kader trainieren. Ich möchte ja einen Ninja-Tom haben. Den Kader, ja, wir kriegen mit Level 20, also wenn den Kader Level 20 hat, kriegen wir einen Ninja-Tom. Vorher nicht. Ach verdammt, keine AP mehr. Na gut, dann Härtner. Wir müssen ja irgendwie aussetzen. Achso, der hat seine Geduld inzwischen schon verschwendet, na gut. Okay, dann mache ich es eben so. Zerschneider. Na toll. Und, wie viel? Ah, nicht viel. Aber ich setze trotzdem aus sicherheitshalber einen Trank nochmal ein. So. Er setzt wieder Geduld ein. Sandwirbel hat keine AP mehr. Härtner. Also die Kämpfe sind jetzt, wie gesagt, sehr, ja, die sind jetzt sehr langsam, also, ja, die dauern jetzt einige Zeit, aber, ja, Nincada ist halt nicht so unser stärkstes Pokémon. Nincada braucht Zeit, bis es entwickelt ist. Ob muss halt gegen viele Pokémon lange antreten. Naja, wir haben ja dafür Zeit in diesem Let's Play. Wir können uns so viel Zeit lassen. Ich kann ein Part lang nur eine Arena machen. Ne? eine halbe Stunde lang nur in einer Arena beschäftigt sein. Oder zum Beispiel nur eine halbe Stunde lang trainieren oder sowas. Kann ich auch alles machen. Wir haben alle Freiheiten in diesem Let's Play. Ich möchte hier nicht durchrushen wie im Saphir-Let's Play. Ich möchte mir hier alles anschauen, alles genau anschauen. Ja, genau. Ja, ich möchte mit jedem reden, meine ich. Auch mal was machen, was nicht zur Story beiträgt. Zum Beispiel den Rätselmeister möchte ich hier einbauen. Und alles Mögliche halt. Weil viele machen den Fehler, die kaufen sich ein Spiel, rushen einfach durch und legen es dann in die nächste Ecke. Anstatt sich jedes Detail genau anzuschauen, es genau durchzuspielen und es zu genießen. Spielen sie es einfach durch, ohne ohne sich alles anzuschauen. Und das habe ich auch im Saphir-Let's Play gemacht. Und das möchte ich hier nicht mehr machen. Deswegen dauert dieses Let's Play wahrscheinlich länger als das Saphir-Let's Play. Ich weiß nicht, das Saphir-Let's Play, das hat man schon in 15 Stunden durch. Das ist für ein Pokémon-Spiel eine sehr schnelle Zeit, muss ich sagen. Ja gut, wir hatten ein paar Specials, da kommen wir schon auf 24 Stunden. Also auf einen Tag ungefähr. Naja. Naja, gut, Nincada hat man nicht besiegt, meine Mediti hat man besiegt. Okay, jetzt kommt Mediti Nummer 2. Ich weiß, ich soll speeden. Ne, komm, ich wechsle jetzt dazu Logok. Aus dem Grund, weil Nincada Sandwirbel nicht mehr einsetzen kann und ich jetzt keine Lust habe, noch einen Äther zu verschwenden. Oh, sehr effektiv. Ah, zieht aber nicht viel ab. So, aber Schnabel ist auch sehr... Ach. Scheiß Verzögerer. So, hier Schnabel. Halt doch endlich den Schnabel, Mediti. Okay, was hast du jetzt noch? Ich wechsle aber...
Ja, das könnte ihn den Carlo sogar besiegen. Mal schauen, ob den Carlo noch ein paar Attacken übrig hat zum Angreifen. Mit Blutsäure könnte es gehen und Zerschneider. Ja, ich glaube, ich setze den Carlo ein. Er senkt unsere Verteidigung. Jetzt wechsle ich wieder in den Kader. Auch wenn den Kader es mit alleine schaffen könnte. Ich wechsle zu Jungblut, weil wir haben Jungblut eh schon eingesetzt und die Erfahrungspunkte ändern sich nicht, wer es besiegt. Naja, jetzt senkt die Verteidigung von Jungblut. er setzt anscheinend Silberblick ein, um die Verteidigung seiner Gegner zu erhöhen und dann mit einem Karateschlag ihn zu besiegen. Was eine, ja, ich sage mal Anfängertaktik ist. Weil man muss ja auch angreifen und man darf hier nicht nur die Statusveränderungen sinken und nicht vergisst dann anzugreifen, weil das ist ja nicht der Sinn, man muss ja auch irgendwann mal angreifen. So, die hat man auch besiegt. Aber wie? Wie konnte ich nur so schnell verlieren? Also komm, schnell war das aber bitte, schnell war das überhaupt nicht. Im Gegenteil, es war recht lang. So, jetzt zeige ich schon die Pokémon. Schade, dass man hier nicht rennen kann in der einen Arena. Ah, wir haben den noch nicht. Oh, doch haben wir. Pokémon-Arena von Fausterhafen. Gut, dann haben wir schon die Pokémon und dann treten wir gegen Camillo an. Hoffentlich schaffen wir es. Den allerersten Kampf gegen ihn habe ich verloren. Also den allerersten Kampf ever. Den ersten Kampf ever in dieser Edition habe ich verloren. Weiß gar nicht, was hatte ich da für Pokémon. Ich glaube, da hatte ich einen. Ich glaube, da hatte ich einen Zigzags. Und welchen Start hatte ich denn damals genommen? Ich weiß gar nicht mehr. Was? Ich glaube, ich hatte Gag-Arbor, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, egal. Auf jeden Fall ist er hier. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Ich bin Camillo, der Arena von Fausterhafen. Ich habe die wilden Stuhl dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeige mir, woraus du gemacht bist. Okay, hier hätten wir Camillo. Hoffentlich vergesse ich nicht, die Musik wieder zu ändern. Protz erhöht seinen Angriff, beziehungsweise seine Verteidigung. Scheiße. Ich glaube, in Saphirless Play haben wir das allererste Mal auch gegen ihn verloren, oder? Ja, haben wir. Das allererste Mal haben wir gegen... Ja, stimmt. Wir haben gegen unser Fehler gegen den verloren. Beim ersten Mal. Hoffentlich passiert uns das hier in diesem Let's Play nicht. Ich setze so schnell wie möglich Blumengut ein, damit er mit seinem Prozess seinen Angriff und seine Verteidigung nicht noch weiter erhöhen kann. Oh, und der Schnabel ist nichts auf. Lag wahrscheinlich am Prozess. Alter! Super Trank. Das fängt mir schon mal gut an. Und das ist erst dein erstes Pokémon. Ey, hör auf! Der Schneider, Schnabel. Er erhöht seinen Angriff und seine Verteidigung noch weiter. Also wir müssen sehr schnell sein, er hat bestimmt jetzt erst als einen Trank ein, einen Supertrank, das sage ich jetzt schon mal voraus. Da kommt jetzt ein Trank ein. Ja. Also er spielt auf Statusveränderung und dann angreifen. Er auf Angriff und Verteidigungserhöhung und dann ja auf Angriff eben, ne? Das ist seine Taktik. Da müsste ich eine Gegentaktik und zwar müsste man ihn einfach mit Spezialattacke angreifen. Also vielleicht ist eine Glutattacke vielleicht stärker. Ich probiere jetzt mal mit Glut. Ja, es ist besser. Besser als Schnabel. Und den Kader reicht er mit 13. Jetzt kommt sein letztes und auch sein stärkstes Makuhita. So, hoffentlich ist unser Jungblut schneller. Jetzt ist es schneller, sehr schön. Sieht aber gar nichts ab. Oh Mann, Abschlag. Okay, ich wechsle jetzt. Ich muss taktieren und zwar setze ich jetzt Zubat ein. Ist zwar nicht unser Team-Pokémon, ich besitze einen Superschall. Aha, trifft sogar, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt hat Blutsauger. Hoffentlich verletzt er sich selber. Makuhita hat nur einen Angriff, schätze ich mal, weil es ein Kampf-Pokémon ist. Ja, es geht. Vielleicht schafft Zubat es sogar. Aber ich glaube eher nicht. Das war ein Volltreffer. Hat wahrscheinlich statt 1 KP 2 KP abgezogen. So, jetzt haben wir selbst verletzt, das wäre schön.
Oh, schade. Abschlag. Das zieht ja auch nichts ab. Also zu weit kann es echt schaffen. Mal schauen. So, jetzt nochmal selbst verletzen, like a emo. Also komm, setz doch nicht nur Abschlag ein. Okay, Zubat schafft es wohl doch nicht. So, ich glaube, jetzt hört die Verwirrung auf. Ja, dachte ich mir, genau. Und, oh, hat knapp überlebt. Und der Superschall trifft erneut. So, nochmal Blutsauger. Selbst verletzen. Sehr schön. Sehr schön. Also Zubat hat was drauf, das muss ich schon sagen. Gehört aber nicht in unser Team. Tut mir leid. Armstoß. Und tschüss, du was. Hast aber gut gekämpft. So, jetzt kommt Nils. Quasi wieder als Ablenkung. Hoffentlich funktioniert die Attacke Sporn wird. Ich versuch's mit Blitz. Ey, die Fähigkeit Sporn wird. Hoffentlich funktioniert die. Oh! Jetzt aber Sporn wird. Komm! Oh, schade. Na gut, dann eben unser kleines Baumpittchen. Und zwar probiere ich es mit dem Giftstachel, um es zu vergiften. Ah, oh, Baumpel hat überlebt, hätte ich nicht gedacht. Und? Yes! Mit Taktieren geht alles. Ah, zwei Supertränke. Warum hat er zwei Supertränke? Ey, das regt mich jetzt aber schon ein bisschen auf. Das regt mich jetzt aber ein bisschen auf. Egal, warum gewählt der Angriff. Ich senke jetzt mal ein bisschen die Initiative, damit den Kader ein bisschen agieren kann. Dann, wenn Baumpel jetzt dann gestorben ist. Haben wir denn ein Item zum Heilen noch? Nee, wir haben nichts mehr. Schade eigentlich. Und er ist immer noch schneller als Wompel, obwohl wir die Initiative zweimal gesenkt haben. So, jetzt liegt's an dir, den Kader. Ich glaube an dich. Zeig mir, dass du kannst. Ich hab dich gut trainiert. So, erstmal Verteidigung erhöhen, damit wir gegen Makuhita standhalten können. Abschlagen. Nein! Gib mir meine Flinkklaue wieder! So, Herdner. Ich habe meine Flinkklaue geklaut, ich will sie wieder haben. Das ist jetzt noch ein Grund, damit wir es mir Makuhita killen müssen. Und nochmal, Herdner. Jetzt erhöht die Verteidigung, ja doch, die Verteidigung so weiter. Bis ein Abschlag fast nichts mehr abzieht. Und dann setze ich Sample ein, bis das Gift Makuhita ausschaltet. Das wäre eigentlich eine Attacke für Ninja Tom später. Gift, also Toxin. Dass im Notfall Toxin immer stärker wird. So, ich glaube, wir haben diesen Kampf gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. Nachdem er diesen zweiten Supertrank eingesetzt hatte, war ich schon ein bisschen im Misstrauen. Aber Ninkada hat es geschafft. Sehr schön. Bin stolz auf dich, Ninkada. Huiuiui. Du hast eine größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. Okay, du hast mich gewischt. Nimm diesen Orden, diese Arena. Klick. Ja, jetzt wird das Ganze, die ganze Arena aufgedeckt. Kevin hat den Knöchelorden von Camillo. Dank des Knöchelordens werden dir alle Pokémon bis Level 30 gehorchen, auch auf die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst sie vor einem Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Und wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. TM8. Die TM8 erhält Protzer. Diese Attacke hebt den Status des Angriffs und der Verteidigung. Okay, welche Attacke? Könnten wir vielleicht Logok beibringen? Ich schau schnell. Protzer. Logok kann Protzer. Ich schau mal schnell, was für Attacken Jungblut dann verlernen könnte. Schnabel, Energiefokus, ich weiß nicht. Energiefokus ist schon gut. Also Volltreffer zu spielen ist schon eine gute Taktik. Aber ich glaube, auf Angriff zu spielen ist, glaube ich, eine noch bessere Taktik. Ich vergesse mal Energiefokus. Jungblut lernt Protzer.
Gut, verlassen wir die Arena und dann beende ich auch diesen Part. Dann geht es den nächsten Part weiter mit der Granithöhle. Ich hoffe, ihr schaut den auch an. Okay, wir haben die Arena geschafft. Das ist mir aber schon zu hell. Deine Zukunft wird strahlend hell sein. Ja, die Arena war eigentlich immer hell, wegen diesem Bug, naja. So, Pucke. Blub, 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 ich rede nur, stopp, 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 ich rede hier nur, blub, 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 ich rede hier nur, blub, blub, blub. Okay. Okay, was machen wir denn? Setzen wir... Ninkado ist immer noch an erster Stelle, sehr schön. Entwickelt sich in 7 Leveln zu Ninjask und dann kriegen wir einen Ninja-Tom. Also, bis zum nächsten Part, Leute. Servus!